Es sollte unbedingt ein großer Skandal sein. Ganz nach dem Geschmack der Gutmenschen und der linken politmedialen Szene. Vor einigen Tagen soll im deutschen Grevesmühlen in Mecklenburg-Vorpommern eine Gruppe von einheimischen Jugendlichen zwei afrikanische Mädchen rassistisch beleidigt, attackiert und ins Gesicht getreten haben. Ein unglaublicher medialer Sturm folgt. Die ARD und die Bild-Zeitung titelten: 20 Jugendliche verprügelten zwei Mädchen aus Ghana, einige der Angreifer sollen Rechte sein. Die Süddeutsche: solche Gewalt kommt nicht aus dem Nichts. Die Gesellschaft macht es sich zu leicht. Rechtsextreme Gewalt wird als Einzelfall abgetan und laut dem NDR ist die AfD schuld. Wer sonst? Was sagen die deutschen Politiker dazu? Die Grünen: die Tat zeugt vom niedrigsten Menschenhass. Die Täter haben jeden Funken Menschlichkeit verloren. Wo immer es zu Rassismus kommt, braucht es den Aufstand der Anständigen. Innenministerin Faeser: die Tat zeugt von dumpfem Hass und unfassbarer Unmenschlichkeit. Meine Gedanken und meine Solidarität gelten den Kindern und den Familien. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern meinte, man dürfe nicht zulassen, dass Hass und Hetze unsere Gesellschaft vergifte und dass Gewalt unsere Kinder bedrohe. Und sie besuchte die Opferfamilie. Der Staatsschutz wurde eingeschaltet und es wurde eine 10-köpfige Sonderkommission zur Aufklärung der Tat eingesetzt. Kurz danach tauchte dummerweise ein Video auf und die Sachlage stellte sich als völlig anders dar. Die ganzen Vorwürfe zerfielen ins Nichts. Es gab keine Gewalt, keine Tritte seitens der Jugendlichen. Ermittelt wird nun gegen den Vater der angeblichen Opfer. Alles konstruiert gewesen. Ja, jede konstruierte Geschichte ist recht, wenn nur der Mythos böse einheimische Rechte gegen arme ausländische Opfer bedient wird. Kein Schauermärchen ist zu dreist, um uns zu denunzieren. Wie es der Zufall will, gab es vergangene Woche einen Überfall, der leider tatsächlich stattfand. Ein spiegelbildlich umgekehrter Vorfall, bei dem eine Gruppe von über 20 Jugendlichen aus Syrien und Afghanistan Jagd auf Deutsche machten. Sie fielen über einen deutschen Schüler auf einer Parkbank her, beschimpften ihn wüst, schlugen, quälten ihn, würgten ihn schließlich und stellten das Video dann stolz ins Netz. Was war da die Folge? Eine äußerst zurückhaltende regionale Berichterstattung. Man spricht vorsichtig von Ermittlungen gegen mehr als 20 Tatverdächtige und von kriminalpräventiven Maßnahmen. Im ARD, in der Tagesschau, kein Skandal, kein Aufschrei des Entsetzens, kein Wort über gefährliche Hetze und Hass und Rassismus gegen die Einheimischen, gegen Deutsche. Von der Innenministerin ist nichts zu hören, nichts von Solidarität, dass sie hier mit den Gedanken bei dem Opfer sei. Die Ministerpräsidentin, kein Entsetzen über die Tat, kein Besuch beim Opfer und bei den Grünen kein Aufstand der Aufständigen. Nichts. Es geht ja schließlich nur um ein armes, deutsches, einheimisches Opfer.